Hallo, mein Name ist Oliver Dali von Abenteuer Chili, zu erreichen unter abenteuer-chili.com. Ich habe mir so persönlich zur Aufgabe gemacht, sämtliche Chilis, die mir die unter die Finger geraten, zu rezensieren, um den Leuten, die es halt so nicht bekommen oder die eventuell auch am Markt nicht bekommen, weil es gibt ja viele Chilis, die so nicht zu kaufen sind, die Farben, Geschmacksrichtungen, Aromen etc. rüberzubringen, damit sie ein bisschen einen Überblick haben. Und ja, schauen wir uns mal die Chilis hier an. Das sind noch Chilis von Herrn Theo Frings vom Biohofladen in der Eifel. Die möchte ich noch weiter rezensieren. Das ist im Internet zu finden unter www.bio-hofladen-frings.de. Ganz tolle Chilis, muss ich sagen. Noch knackig, wie sie gekommen sind. Schön die Wachshaut noch drauf. Also auch wirklich ganz tolle Früchte. So, da möchte ich heute die Kirschchili machen. Ungarische Kirschchili, unter dem ist sie bekannt. Ich habe das Ding, ich kenne das nur vom Hörensagen, beziehungsweise das ist jetzt eine, die schon eher gängiger ist, auch am Markt eventuell. Aber ich kenne die nicht, ich habe die noch nie gegessen und deswegen möchte ich die mal hier verkosten. Das ist so ein kugelrundes Ding. Ja, schauen wir mal. Schneiden wir mal da durch. Gucken wir mal da rein. Oh, die ist sehr dickwandig, sehr dickfleischig. Hat viele Kerne, muss ich sagen. Das wird eine richtige Herausforderung. Da haben wir Plazenta hier, wo die Kerne drauf sitzen. Viel, viel Kerne drauf. Das wird eine richtige Herausforderung, schon von den Kernen her. Ich schau mal, was sie für Aroma hat. Weil, wie gesagt, das ist eine Chili, die ich zwar vom Hörensagen und vom Sehen ab und zu mal kenne, aber ich habe die eigentlich noch nie probiert. Warum eigentlich nicht? Keine Ahnung. Also diese Chili hätten so ein ganz ein eigenes Aroma, muss ich sagen. Bisschen herb, bisschen erdig. Also riecht eigentlich total untypisch. Hatte ich noch nie so ein Aroma in die Richtung. Das wird echt eine Herausforderung, wird interessant. Vor allem, wenn ich die Kerne hier umdrehe, da kommt richtig was raus. Hui. Macht nichts. Aber eine Sauerei hier. Je weniger Kerne ich zu schlucken habe, desto einfacher wird's. Ich meine, das andere Teil ist ja extrem noch voll. Ich hoffe nur, dass sie nicht allzu scharf sein wird. Aber ich meine, wenn man super scharfe gewohnt ist, heißt es nämlich noch lange nicht, dass man solche Dinger schafft. Das ist schon ein Riesending. Puh. Also, einen guten. Das ist so groß. Schmeckt nach Paprika, nach Gemüsepaprika. Ein bisschen herber, sehr, sehr saftig. Ich muss schon wegen Schlucken, damit ich reden kann, weil da so viel Saft rauskommt aus der Frucht. Wechselt sich so ein bisschen ab zwischen fruchtig, bisschen süßlich und herb. Also der erste Eindruck, dieses Erdige herrscht vor. Dann wird es ein bisschen Paprika-like, geht ins Gemüse-Paprika-Aroma rein, schon ein bisschen süßlich. Von der Schärfe her eigentlich eine ganz milde Chili. Ich würde mal sagen, so 0 bis 2, also ganz, ganz wenig Schärfe. Ist jetzt vom Aroma her, will ich sagen, nicht so der Knaller.
schon, wie gesagt, eher Richtung normalen Paprika, also Gemüsepaprika. Wir halt gerne hatten Gemüsepaprika mit ein bisschen, mit einem Hauch von Schärfe, der wäre bei dieser Chili richtig. Ist eine Chili, die man es so einfach essen kann. Ich meine, sicher, kommt auch vor, dass es von Frucht zu Frucht dann verschieden ist, dass die eine ein bisschen milder ist, die andere ein bisschen schärfer. Natürlich ist der Standort auch wichtig, ist es in der Sonne oder in welchem Land ist das gewachsen, das Ding. Ist wie gesagt eine so zum Nebenher essen. Wie gesagt, Brotzeit, sowas in die Richtung. Salat geht auch noch gut. Zum Kochen wäre sie fast zu schade auch. Pulver geht sowieso nicht, ich habe hier zu wenig Schärfe. Also würde ja wahrscheinlich auch die Schärfe beim Verarbeiten verschwinden. Könnte man eigentlich eine normale Paprika nehmen für Pulver, aber nee, die ist eher so zum Essen. Wie gesagt, hat mehrere Aromen, will ich jetzt sagen. Das hat mich auch ein bisschen überrascht. Zuerst ja dieses vom Geruch her auch das Erdige. Erst der Geschmack, ein bisschen erdig, ein bisschen herb auch. Und dann, wie gesagt, ins Paprikaartige rein. Ein bisschen süßlich geworden dann im Abgang oder im Ding. Und ja, Richtung Paprika würde ich sagen. Okay. Das war's dann wieder fürs Erste. Ich wünsche wieder alles Gute sozusagen und merken, don't make war. Go Chili.